Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Der Alex und ich sind gerade am Stream und wir haben da ein Video vom guten Angel gefunden. Grüße an der Stelle. Das Video heißt 10 Euro Amazon Kamin/HMD. Schon mal ein sehr verwirrender Part. Ja. Krasser geht's nicht. Jetzt ist die Frage, vom Preis oder von der Leistung? Oder von der Preisleistung? Ja, obwohl so verwirrend ist es ja nicht, weil ein Heat-Management-Device ist ja, könnte auch ein Kamin sein. Also weißt du, also das ist ja die Unterkategorie theoretisch. Das ist richtig, aber das Video heißt ja Kamin oder HMD. Ja, das macht keinen Sinn. Das sage ich ja. Egal, wir gucken rein. Wir sind gespannt, was im Video abgeht. Das sieht schon wirklich geisteskrank wild aus, ne? Ja. Das macht echt süchtig. Back in the game, remember my name. Ich habe heute mal wieder ein Amazon-Gadget für euch getestet. Das Ganze kostet 10 Euro und ist diese Smokebox und Kaminaufsatz in einem. Aber warum das Kamin? Das Ganze gibt's hier gerade für 11 Euro. Okay. Ich habe es mir für 10 Euro gekauft. Ich glaube, so. Das Ganze gibt es für 11 Euro. Ich habe es für 10 Euro gekauft. Perfekt, Digga. Sogar 9 Euro war es mal im Angebot. Und das kommt von der Marke Coca. Wir hatten doch schon Hokain, jetzt gibt es auch noch Coca. Premium Shisha Smokebox mit universellen Kaminaufsatz für alle Shisha-Pfanne im Kopf, Edelstahl, Wasserpfeifen, Hitzemanagement, Holz, Kohlebehälter. Digga, das ist schon so ein typischer AliExpress-Produktname, oder? Einfach alles reingeklatscht für den Algorithmus. Ja, also irgendwas muss in dem Suchergebnis drinstecken. Okay. Im Paket selbst war eigentlich nur der Batscher-Aufsatz und die Blüte an sich mit dabei, den ich natürlich nicht versorgt. Was ist das denn? Haben die das gemacht? Haben die da einfach so ein Stück abgeschnitten? Wahrscheinlich, dass du das Ding da draufsetzen kannst. Versucht habe, umzumodifizieren. Ach so. Dazu kommen wir aber noch. So sieht die Blüte im ersten Moment aus. Wir haben hier so einen äußeren Ring mit den ganzen Verkantungen dran, damit sich die Blüten auch daran festhalten können. Quasi die Blüten an sich, die aus Edelstahl sind. Und das Innenleben mit quasi zwei Reihungen an Löchern und ein dickes in der Mitte. Das Ganze habe ich jetzt ungefähr eine Woche lang getestet auf sämtlichen Köpfen und so sieht das dann nach der Benutzung aus. Übrigens, der war mal aus Edelstahl, beziehungsweise hatte so eine... Der war mal aus Edelstahl. Jetzt ist Alu geworden. Weißt du, an was mich das erinnert? Ha? Kennst du noch die Shisha-Krone? Dann muss, ja. Das ist einfach nur mit einem Deckel halt oben drauf. Ja, aber wie wild ist denn bitte der Deckel? Ja, der ist cool gemacht. Ja, oder? Also für 9 Euro? Ja. Kühle, dunkle Farbe, der hat sich dann nach dem Ausbrennen in... Gold. Guck mal, Angel ist sogar am Start. Grüße, Digga. Oder ist das so ein leichter Bronze-Goldton? Um diese Blüten war am Anfang eine Folie drum, eine Schutzfolie. Und es gab tatsächlich... Erstmal dran lassen. für den besonders geilen Geschmack. Tatsächlich Leute auf Amazon, die eine schlechte Rezension dagelassen haben, weil die das Ding mit der Folie angezündet haben. Und das war nach Plastik. Ist auch wirklich, also du musst mittlerweile wirklich einfach alles dazu schreiben. Vom DAO ausgehen. Ja. Vom dümmsten anzunehmenden User. Das ist unglaublich. Das kann doch nicht, also Angel, das ist doch nicht wahr, oder? Sind die Leute wirklich so blöd? Anscheinend. Anscheinend. Ja, was soll ich dir sagen? Einfach mal die Merkel gemacht. Anscheinend. Geschmeckt hat. Nice. Und ich sag mal so, davon gab es nicht nur ein, zwei Reviews, da ist eine ganze Reihe von Reviews dabei, die diesen komischen Geschmack hatten. Hier auf dem, sag ich mal, Butcher-Deckel war... Stell dir mal vor, Alex, die sliden in deine DMs und sagen, Bruder, ich habe hier so HMD auf Amazon gekauft für 9 Euro, schmeckt richtig scheiße, kannst du mir helfen? Schicken so ein Foto und du siehst so die verkokelte Plastikfolie draußen. Und ihr sagt, ich bin lost, wenn ich streame. Geht mal auf Amazon und schaut euch mal Rezession an. Das wäre natürlich nice, wenn das Ding... Wild. Geht mal auf Amazon und schaut euch mal Rezession an. Das wäre natürlich nice, wenn das Angel hier zu jedem Kopf passen würde. Aber ich sag mal so, es gibt ein Pro und Contra hierbei. Fangen wir an mit dem ersten Kopf, den wahrscheinlich jeder von uns hat. Ein Mehrloch-Tonkopf. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit dem Matcha-Boden ver... Hast du noch einen? Ich habe noch meinen allerersten, nämlich aufgehoben. Echt? Ja. Geil. Den habe ich nicht weggegeben. Den habe ich noch zu Hause rumstehen. Das ist cool. Das passt dann wie angegossen. Aber selbst ohne das Teil rein, sage ich mal, die Smokebox, der Kamindeckel an sich, der würde auch funktionieren. Und diese kleinen Verbindungsstücke für die Blüten hier, die natürlich beim Öffnen der Blüten, die krallen sich dann quasi an den Kopf fest. Cool. Das ist so ein ähnliches System. Gar nicht so dumm. Mal von Aeon gesehen, mit der Krone. Hat damals nur übelst gefloppt. Zum Leider, ich fand die gar nicht so scheiße. Aber insane passt, sind zum Beispiel solche Köpfe wie der, ich meine, das ist der Wurmskurymsia, ich kann das auch gar nicht aussprechen. Wurmskurymsia. Also dieses V ist mehr, als ob da noch so ein B mit drin steckt. Wurmskurymsia. Passt ja auf
1 Plus mit Sternchenbasis drauf. Also falls ihr so einen Kopf in der Größe zu Hause habt, der passt hier wirklich perfekt sogar in diese Rillen rein. Jetzt ist ja natürlich die Frage, ne? Ich habe extra hier den Oblaco gewählt und ich muss euch ehrlicherweise sagen, er passt nicht wirklich perfekt Schmutz. Auf dem Oblaco. Nur wenn die Blüten offen sind, wackelt er gar nicht. Dann ist er fest. Aber wenn wir die Blüten zumachen, dann wackelt das Ganze doch schon ordentlich. Also nicht wie lange für wir jetzt die Blüten auf- oder zumachen müssen, kommen wir gleich zu. Tendenziell passt er zum Oblaco, aber nur, wenn die Blüten geöffnet sind. Das gleiche auch beim Litlip. Und ich denke mal, den Litlip hat der ein oder andere von euch auch zu Hause. Da passt das Ding auch mit geöffneter Blüte besser drauf als mit geschlossener Blüte. Sagen wir's ja gut, da braucht man halt unten diese Dinger, die sich festkrallen, ne? Das ist dann halt irgendwie scheiße. Aber tendenziell, es funktioniert. Ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr den MIT habt, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, das war die Luxury Bowl MIT, da passt er wirklich 1 plus mit Ständchen. Okay, also auf eher ein Stückchen kleinere Pfanne als für HMD. Selbst bei geschlossener Blüte perfekt drauf. Bei geschlossener Blüte. Da bewegt sich einfach gar nichts. Da gibt es jetzt nur ein Problem, das Loch in der Mitte, das große, ist ja quasi synchron zum Durchzugsloch eines Pfannels. Das heißt, dumm. Wir würden einfach nur normale Luft runtersaugen. Da das sitzt wirklich perfekt drüber. Da muss man irgendwas reinmachen, oder? Puppy Angel natürlich ein Tipp. Ich habe jetzt hier so eine große Edelstahlkugel gefunden. Und die habe ich einfach mal eingelegt, das Ganze ausprobiert und es hat sehr gut funktioniert. Natürlich könnt ihr auch so eine kleine Alukugel machen und generell noch diese Löcher hier verbinden, beziehungsweise abdecken, damit ihr quasi wie beim einfach nochmal 6 kleine Kugeln reinlegen. Das heißt, also das Ding ist eigentlich nur für Mehrlochköpfe gemacht. Ist eigentlich gar nicht für Funnels ausgelegt. Ich würde eigentlich so weit gehen und sagen, das ist ein kompletter Kaminaufsatz. Ja. Weißt du, wofür das geil sein könnte? Wenn du einen normalen Tonkopf mit Kamin, aber draußen rauchen willst. Dass du automatisch einen Windschutz dabei damit hast, du einen richtig geilen Windschutz dran hast. Dann könnte es echt geil sein. Aber so weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie das Rauchergebnis wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt die ganze Arbeit einfach nicht wert ist. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal nur mit der Kugel. Damit hat es bei mir auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Immer schön sauber machen. Na, cool. Der Videografie kann Angel. Hat er schon oft bewiesen. Das Ganze ist auch hier schon ordentlich am Qualm auf der 35-Euro-Pfeife. Falls ihr das Video dazu verpasst habt, das ist einer meiner letzten Uploads auf diesem Channel. Jetzt aber zu dem Kamin. Die Smokebox, die performt hier gerade sehr, sehr gut. Man kann exakt einstellen, wie viel Hitze man erreichen möchte. 3 Kohlen drauf, ganz am Rand. Weißt du, wo ich gespannt bin? Wie man das verstellen kann mit einer Zange. Weil bis jetzt hat das immer mit den Fingern gezeigt. Ist aber wahrscheinlich ein bisschen ungünstig, wenn die Kohle drinne liegt. Also zumachen stelle ich mir einfach vor, aufmachen ist halt so das Ding. Ja. Ganz entspannte Session und je nachdem, wie viel Millimeter man die Kohle nach innen legt, wird das Ganze sehr gut kontrollierbar mit der Hitze. Wir können sogar rein theoretisch mit einer einzigen Kohle das Ganze betreiben. Da mussten wir natürlich die Blüten geschlossen halten. Das kann ich gerne am Schluss nochmal machen. Ich habe jetzt hier den Oblaco gewählt, weil das, glaube ich, die gängigste Variante ist, wie wir zu Hause unsere Pfeife genießen. Ich kann ja gerne nochmal einen kleinen Rauchtest machen. Ja, auf 3 Kohlen mit der Kugel. Da kommen ordentlich Wolken sieht raus. Okay, ich habe sie jetzt ganz am Rand stehen, die Kohlen. Und ich muss sagen, die Performance ist echt wirklich sehr, sehr gut. Ich habe in letzter Zeit viel mit Alufolie rumgespielt und die inneren Löcher quasi damit verdeckt. Und die Performance für 10 Euro ist wirklich geisteskrank. Selbst die Pfeife, wenn die ein bisschen wackelt auf dem Oblaco, hält das Ganze. Weiß ich ja nicht, ob ich da die Eier für hätte, nachdem das so gewackelt hat am Anfang. Wenn sie offen sind, geht's ja, weil du halt die Verkantung hast. Ach stimmt, offen war ja okay. Wenn es zu ist, dann hätte ich ein bisschen Schiss. Ja. Klar, es ist ein bisschen am Wackeln, weil das Ganze hat halt einstellbare Flügel, nenne ich es jetzt mal, die Blüten. Und dadurch kann das sich entweder festklammern oder auch nicht. Ne, je nachdem, wie ihr das Teil eingestellt habt. Für 10 Euro kann ich da echt gar nicht meckern. Die das ist halt so das Ding, ne? Das muss man sich alles wieder im Hinterkopf behalten, dass das Ding im Angebot 9 Euro gekostet hat. Das ist schon wild. Die Performance ist sehr, sehr gut. Klar, man muss das jetzt noch ein bisschen optimieren mit Alufolie, das innere Loch ausstopfen. Aber ich sag mal, wenn ihr jetzt so einen Mehrlochkopf verwendet, dann ist das gar kein Problem. Zitat von Juri, er hat gesagt, mit dem Teil auf dem Kopf hat er noch nie so einen guten Kopf bei mir genossen wie damit. Das okay, ist echt krass. Und ich muss auch echt sagen, ich werde mir davon jetzt noch einige bestellen. Jetzt die Frage, wer ist Juri? Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ein Kollege. Ja.
Link ist natürlich in der Beschreibung. Das ist gut. Wie? Ihr kauft mir die weg. Link ist übrigens in der Beschreibung. Perfekt. Das Ganze jetzt mal probieren, in die Mitte zu verfrachten. Ich habe da alles drin probiert. Jetzt haben wir Honeyblend drin, mit ein bisschen Virginia. Und ich habe auch den einen oder anderen Must-Have oder Darkside darin schon gehabt. Und die Performance ist sehr, sehr gut. Gerade bei einem Must-Have hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen Angst gehabt. Weil der halt gern mal zickt, gerade wegen Hitze. Mit Abstand? Ja. Öfter wegen Hitze und so Probleme hat, sag ich mal, dass er dann drückt und so. Man kann die Hitze hier perfekt mit einstellen und man hat hier so einen ganz, ganz kleinen Abstand. Also Overpack ist auf jeden Fall Kontakt, aber wenn man das jetzt normal baut, sag ich mal für einen Cloud, dann haben wir hier ein Abstand-Setup. Das Ganze raucht jetzt auch schon ziemlich stark. Wir gucken mal, ich habe die Kohlen gerade nach innen gemacht. Ja, Rauch ist wunderbar. Ja. Wolkentechnisch brauche ich hier gar nicht weiter drum rumreden, aber der bekommt mir doch ein bisschen zu viel Hitze ab. Ein Zuschauer aus dem Livestream hat mir empfohlen, dass ich das Teil hier ein bisschen umfunktioniere, quasi, dass ich den inneren Ring ausschneide und den dann einfach mit dem zugehörigen Butcher-Setup, dass ich das einfach verbinde und damit die inneren Löcher geschlocht sind. Das kann man natürlich auch machen. Okay. Ich habe es jetzt nicht final fertig bekommen. Bei ihm hat es auf jeden Fall funktioniert. Also rein theoretisch braucht man... Ich glaube, da ist die Kugel sogar ein geilerer Weg. Und einfacher. Ja. Und sind wir mal ehrlich, das ist ein Wahnsinns-Hingucker. Das Teil mit seinen Freunden zu genießen, ist wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Und das Ganze testen wir mal mit einer Kohle, ohne einen Cut, damit ihr seht, dass wirklich nur eine einzige Kohle hier drin ist. Da ist das gute Stück. Und zu den All. Okay, zu geht so. Easy. Ja. Lassen wir das Ganze noch mal kurz ziehen. Das hat auf jeden Fall eine entspannte Vortex raus. Ist halt die Frage, wie lange dauert das, wenn du einen Oblaco mit einer Kohle anrauchen willst? Ich meine, jetzt geht es ja nur um Hitze halten. Nee, aber Angel will es ja gerade machen. Ja klar, das kannst du ja auch zum Beispiel mit einem Kalaut oder einer Nakrani machen. Wie lange willst du anrauchen, wenn du nur eine Kohle hast? Ja, aber das macht ja keiner, das ist ja genau mein Punkt. Gucken wir mal. Weil mein Punkt ist ja nur, dass der halt jetzt ja noch ordentlich Temperatur hat. Ja klar. Also auch auf einer Kohle geschlossenes Setup, ja, wirklich sehr, sehr krass. Was cool ist, durch diese, sag ich mal, Verdrehung entsteht quasi ein Vortex-Anzug. Hier zwischen werden bei den Luftschlitzen die Luft eingesaugt. Der Profi hier, ein Vortex-Anzug. Maschallah, Bruder. Das geht wie so ein Vortex durch den Kopf, beziehungsweise durch den HMD oder Kamin und geht dann nach oben wieder weg. Und wenn man das Ganze dann anzieht, dreht sich das in die andere Richtung wieder zurück. Und auch hier performance-technisch, ich schmecke jetzt nicht, dass der irgendwie verbrannt ist oder so. Ihr müsst da wirklich euer optimalen Millimeterabstand der Kohle finden, aber wenn man das dann einmal rausgefunden hat, dann läuft das Ding wirklich wie geschmiert. Und das für 10 Euro, das wird es nicht nochmal geben. Ich sag mal so, wenn ihr... Also ich habe jetzt schon Bock, den zu probieren, muss ich sagen. Einfach mal zum Testen, einfach mal, wie er wirklich performt. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich gerne über eine positive Bewertung freuen. Safe. Lasst doch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ich teste des Öfteren mal solche Gadgets von Amazon. Lasst mir gerne auch mal Feedback da. Habe ich jetzt schneller gemacht? Ansonsten sehen wir uns zu meinen Livestreams montags, mittwochs, freitags und sonntags. Ich bin jetzt wieder öfter am Start, weil die Migränezeit ist vorbei. Wir haben die Medikamente angepasst. Ich freue mich einfach auf diese Zeit und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, wisst ihr, was ich meine. Bei Angel war auch nicht easy, ne? Immer Probleme mit Migräne und ich glaube, Angel hatte auch Corona. Auch noch? Ja, hat er am Anfang oder am Ende von irgendeinem Video mal gesagt. Ja, da bleibt dann der Content manchmal leider auf der Strecke. Aber sehr nices Video, interessantes Ding. Können wir uns auch auf jeden Fall mal angucken. Also für 10 Euro sieht das eigentlich ganz geil aus. Safe. Also ist halt immer die Frage, Mehraufwand für Geld, wenn es entgegensetzt. Ja, aber ich meine, Mehraufwand ist da eine Kugel reinlegen. Also. Ja. Ja, ich finde es interessant auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant. Ja. Gucken wir uns mal an, würde ich sagen.